Hey ho und willkommen zu Twin Mirror. Wem's gefällt, Abo, Likes und Kommentare, immer schön fleißig. Und ansonsten wünsche ich eine angenehme Schau. Okay, so, about Dad. Don't tell him what we found, please. It'd just worry him for no reason. How are you holding up? After finding out what we found out? I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna? Maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now some other guy, Nick, of all people, was living here. With her. Things are different. She's different. You're different. Sie wirkt genau wie früher. Hoffe, ich bin anders genug. Ich komme schon klar. I'm different. But am I different enough to not fall into old patterns? Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Gut, okay. Was die Hütte? Nun gut. Das war sogar noch ein Pavillon. Das ist das Haus. Last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. Didn't think I'd see it again. Not looking forward to stepping back inside. Ja. He had to get a new one after the accident. Must have been very expensive. Sind solche auf jeden Fall immer. Okay, gehen wir mal hin. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. Well, I mean, this is a real crazy day we're having, huh, Joe? I knew you wouldn't be any help. You always let her walk all over you. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just bellyaching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Ich weiß doch nicht, ob ich das... Da hat er schon recht. Ich kann nicht sagen... Also es würde ihm natürlich gut tun, aber ich kann eigentlich effektiv nicht sagen, ob ich das kann, weil ich noch nicht weiß, wie es weitergeht. Die Zukunft ist halt ungewiss. Es würde ihn klar beruhigen, aber... Ich werde wohl ablehnen. Of course I want Anna to be safe. But she's her own person. I can't make decisions for her. She's my little girl.
She's all I have left. Surely you understand. I do. That's why I would never lie to you. Damn if that ain't honest. Dad, I can take care of myself. Nothing's gonna happen to me, okay? I see I won't change your minds. Time for me to go home. Text me when you arrive, all right? Hey, don't feel bad about my dad. He still needs to learn to trust me. And thank you for not indulging him. I'm heading inside. See how bad it is. Well, this is gonna weigh on Joe. Er hat schon genug durchgemacht. Er weiß, wie er das verkraftet. Der kommt damit klar. In there eventually. But maybe I should look around the property first. Tagebuch aktualisiert. Haben wir da was Neues? Ja. Für alle, die da oben. Wir fangen mal mit Nick an. Nick war irgendwas auf der Spur. Er wollte schon immer eine große Geschichte schreiben, aber verlief sie letztlich im Sande, wie er Walter sagte. Oder hat er einfach nur alles für sich behalten? Jetzt, da ich an der Stelle war, an der Nicks tödlicher Unfall passiert ist, bin ich sicher, dass es kein Unfall war. Betrunken Autofahren und Rasen passt einfach nicht zu seiner Persönlichkeit. Sich mit einer Untersuchung zu übernehmen dagegen schon. Er wird wohl auf irgendwas auf die Schliche gekommen sein. Okay, ich. Nix Unfallbericht war schlampig ausgefüllt. Ich kann der Polizei nicht mehr trauen. Schlimmer noch, sie könnten glauben, dass ich Dennis getötet habe. Ich bin nicht sicher, ob es klug war, Anna da hineinzuziehen. Ich denke, das war die bessere Wahl. Anna, da, nachdem wir Dennis ermordet aufgefunden hatten, riefen Anna und ich die Polizei. Wir versuchten, so gut es geht, unsere Spuren zu verwischen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass Anna mit in die Sache hineingezogen wird, aber in all diesem Chaos hier fühlt es sich wie das einzig Richtige an, ehrlich zu ihr zu sein. Ja. Die Erkenntnis, dass Nicks Tod nur ein Mord gewesen sein kann. Warte mal. Nur? Achso, nur in dem Sinne. Die Erkenntnis, dass Nicks Tod nur ein Mord gewesen sein kann, brachte mir Fokus und Klarheit. Aber für Anna war es ein Schock. Sie hatte kaum Zeit zu reagieren. Aber es besteht kein Zweifel, dass es sie schwer getroffen hat. Ja, das ist verständlich. Irgendwie fühlt Anna sich besser, seit ich mich geweigert habe, ihren Vater zu versprechen, dass ich immer auf sie aufpassen würde. Menschen und alles, was sie bewegt. Wer blickt da schon durch? Ja, ja. Oh. Und der Vater. Joe vertraut mir nicht mehr. Das ist ironisch. Denn ich war geradezu schmerzhaft ehrlich zu ihm. Und genau aus dem Grund sollte er Vertrauen haben. Aber das sehen wohl die Geschichtenschreiber hier ein bisschen anders, was Quatsch ist. Wenn ich ihn anlüge, vertraut er mir, und wenn ich ihn nicht anlüge, vertraut er mir nicht. Joannes Roter Baron. Das ist schon seit einiger Zeit hier. Bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. Mhm. Darf ich hier hin? Ich darf, das ist gut. Okay. Nice. Ist definitiv hübsch. Ich gehe gleich rein. Ich möchte nur gerne nochmal mich außen umgucken. Farbeimer.
Anna hat eine Menge Arbeit in das Haus gesteckt. Das kann ich mir vorstellen. So ein Haus ist nicht ohne. Innerhalb des letzten Jahres angelegt, wächst und gedeiht. Nick und sein grüner Daumen. Ja, jetzt nicht mehr. Da ist nix. Garagenhütte. Sieht intakt aus. Wow. Anna never got rid of this sign. Okay, Gedankenpalast. I think the happiest I ever saw Anna was the day she bought this place. Wieder eine Erinnerung. To know this house is sold. You're mine. I own you now. It might be 200 years before it's paid off, but it's mine. So, when can I start moving my own stuff in? After you finish carrying all my stuff in. Sure, but that means I get to choose which side of the bed I'm sleeping on. What? No! You're gonna sleep on the side closest to the door. Why is that? So, if someone breaks in, you can fight them off. And maybe because I like being near the window. Somehow I feel like it's entirely the second thing and not at all the first. We can talk about all this after my stuff's inside. But all your stuff's so heavy. Which is why I need your help. Don't slack, Sam. This house isn't gonna decorate itself. And I want you to be part of that. Tja, lange Vergangenheit. Und mehr ist es auch nicht mehr, außer Vergangenheit. Doppelter Flusslauf. Ah, okay. Hier lassen sich keine Spuren mehr finden. Von was? Das ist deplatziert. Okay. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als ins Haus zu gehen. Nach Joes Unfall eingebaut. Naja, das ist klar, logisch. Obwohl, halt. Das schaue ich mir hier noch an. Hier ist nichts. Hier ist wirklich nichts. Hier kann ich nicht durch. Waldweg. Führt zu nix Hütte. Das dauert etwa eine Stunde. I used to follow it down to the shack every other week for fishing Sunday. Mhm. Alle zwei Wochen mit Freunden angeln klingt angenehm. Das ist Holz. Noch eine Abtrennung. Mehr gibt's hier aber nicht. Dann wird es Zeit, ins Haus zu gehen. Wurde definitiv aufgebrochen. Oh, halt. Bevor ich da reingehe. Trauerbouquet. Vor mindestens einem Tag verwelkt. Anna hat es nicht angerührt. Kann ich nachvollziehen. Halt, komm. Sent from a mourner. Anna probably couldn't handle taking it inside. Denke ich auch. Kann ich da schon reingucken? Naja. So viel sehe ich da nicht. Entweder sind da überall Fliegengitter davor, was natürlich Sinn macht. Oder ist einfach nur dreckig. Da sitzt sie. Obwohl nach Fliegengitter sieht das nicht aus. Das sieht einfach nur nach... sieht komisch aus. Ey, die Scheiben sehen echt komisch aus. Shattered glass. This is how whoever it was broke into the house.
Anna is not well. This time, at least, try to be there for her. Anna? Anna, are you okay? I'm gonna go out on a limb and say no. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. Kleine Gesten können schon immer mal helfen. Sie beseitigen zwar keine Probleme, aber sie können helfen. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? Yeah. Making a drink for Anna would be a good way to show her you're here for her. Mm-hmm. She's not gonna want something cold. Always said cold drinks are for parties. Okay. Hier wurde gründlich gesucht. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around here. You feel like looking at old keepsakes? No. Okay, wo könnte sie denn sonst noch was haben? Da unten. Ah ja. Ah, here's where she keeps the drinks. She used to drink this every day in middle school. Brings her back to being 10. Her go-to soft drink. She actually likes to drink this stuff straight. Could do. Don't stress about what drink you bring her. It's just bringing it that matters. Sollte schon das Richtige sein. On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. You're not helping. Yes, I am. Yes, you are. Thanks. Okay. Da steht wieder nur da. Über seine Psychosen würde ich auch gern mehr wissen. Lime juice. Still something you like? That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this, like, the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into... You're not alone. Here, have a drink. It'll help. Genau, du trinkst, ich guck mir das Haus an. Yeah. Yeah, you're right. It's helping a bit.
Gut. Er ist ja ein ganz schönes Chaos. Schaue ich mich mal ein bisschen um. Mhm. Hannah always was more interested in people than cold hard facts. Sind wir denn da? Eine neue Perspektive von Anna Müller, 18. Februar 2016. Jedes Jahr präsentiert die Greenmount Grundschule das Talent junger Kreativer in einem Kunstwettbewerb. Inmitten eines Dschungels an Kreativität fiel mir das Werk, ein Werk besonders ins Auge. Eine Art kryptozoologische Figur, deren wahre Natur mir verschlossen blieb. Unfähig wie ich war, das Papier zu durchdringen, kam mir der junge Timothy Brown zu Hilfe. Es ist interaktiv, sagte er und deutete auf eine Unebenheit hin. Achso, deutete auf eine Unebenheit, ja. Sie müssen es auseinanderfalten. Schicht um Schicht wurde ich eines Wunders gewahr. Die Figur wich einer Karte von Bestwood. Okay. Wenn Sie glauben, schon alles gesehen zu haben, dann nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und schauen Sie sich an, was die neue Generation zu bieten hat. Sie werden überrascht sein, ich für meinen Teil war es. Okay, netter Bericht. Finde ich gut. Not surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. Liebe Miss Miller, mein Papa sagt, wenn jemand sehr nett ist, dann muss man ihnen einen Dankesbrief schreiben. Also hoffe ich, dass sie meinen mögen. Ich möchte ihnen ganz, ganz doll dafür danken, dass sie über mich geschrieben haben. Ich weiß nicht, warum sie glauben, dass meine Zeichnung es wert war, darüber zu schreiben und alle anderen nicht. Aber es war sehr nett von ihnen, dass sie das gemacht haben. Mein Papa hat ihren Artikel an den Kühlschrank gehängt und meinen Namen eingekreist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ein paar Leute hin... Warte. Hingegangen sind und es sich angesehen haben und dann enttäuscht waren. Aber vielleicht waren sie es nicht. Wenn wieder ein Kunstwettbewerb stattfindet, sage ich es Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Timothy Brown. Das ist nett. Okay, was haben wir denn noch? Arztrechnung. Zu hoch, als dass Joe sie alleine bezahlen könnte. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Ja, solche Arztrechnungen sind in den meisten Fällen sehr, sehr hoch. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Mhm. Da oben ist noch ein Poster. Anna ist vermutlich ihr größter Fan. Anna always wanted to take me to concerts. They were just never my thing. The Placeholders. Da fiel denen wohl, glaube ich, kein Name mehr ein. So, hier haben wir noch einen Gedankenpalast. Gucken wir mal. Okay. Sam, what are you doing? Sam, what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know? Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you.
Das ist aber ganz schön abgedriftet. Aber da war der Kollege schon da. Sie musste ihren Raum immer zu ihrem Reich machen. Cheesy action movies, dark thrillers and human rights. The melting pot of Anna. Okay, da war sein Unterbewusstsein oder was auch immer es darstellen soll, der Typ auf jeden Fall schon da bei der Erinnerung. Und er halt völligst vertieft. Also so richtig nicht da. Oh, Annas Reisetagebuch wartet noch darauf, gefüllt zu werden. Annas birthday after she mentioned wanting to travel more. Mhm. Achso, das ist so ein extra Ding. Okay. Dann kann ich auch nichts anfangen. Hey, Anna. Hier ist auch nichts. Hier ist soweit auch nichts. Was haben wir hier? Bücher. Hauptsächlich Soziologie, Geschichte und Schreibratgeber. Wie immer. Okay. Was stand da? Unordnung. Unordnung ist ja schon da und es wird nichts helfen. Whatever punk broke in here wrecked it. Genau, einfach mal ein bisschen aufräumen. Im besten Fall findet man sogar noch mal was Hinweistechnisches. There. Gut, gut, gut. Die Gitarre. Hat ihre Mutter gehört. Glücklicherweise hat sie den Einbruch überstanden. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. So, Musiknoten. Das Lied, das Anna auf dem Leichenschmaus gespielt hat. Nick's Lieblingslied. Sonst ist hier nichts. Hier haben wir noch Annas Platten. Sie können in einigen Genres dem nationalen Plattenverzeichnis den Rang ablaufen. I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. Okay. Diese ganze Zeit so diese Dim-Dim-Dim-Dim-Dim-Musik. Als würde ihr gleich so Wah! Irgendwas Krasses passieren. Ich gucke mir jetzt nochmal die Küche an.